Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es die versprochenen Weihnachtskarten, die ich euch in meinem Verlosungsvideo, hatte ich euch ja hier schon gezeigt, beziehungsweise habt ihr ja gesehen, dass hier so ganz viel ausgestanzte Schneeflöckchen gelegen haben. Und ich hatte euch ja gesagt, dass wir daraus Karten machen werden. Und genau das werden wir heute tun. Und ich habe mal einen Prototypen erstellt, allerdings nicht mit Schneeflocken, sondern mit einem Stern im Vordergrund. Und zwar schaut das Ganze so aus. Ich habe mehrere Sterne in verschiedenen Größen ausgestanzt, alles teilweise aus Resten, aus Spiegelkarton und auch aus Glitzerpapier, wie ihr hier sehen könnt. Und habe die dann einfach übereinander geklebt. Und hier noch so ein paar kleine Strasssteinchen drauf. Und in der Mitte habe ich hier noch so einen süßen Schneemann hingeklebt. Das sind Sticker. Und zwar habe ich die, ich glaube, die sind von Ideen mit Herz. Die habe ich damals gekauft auf der Messe. Hier habe ich noch die Schneeflocken. Die werde ich dann wahrscheinlich in den Schneeflockenkarten mit verwenden. Und ja, die Karte, der Clou an dieser Karte ist, dass sie halt nicht mit einem Magneten hält, sondern dass ich hier so einen kleinen Schlitz gebaut habe, in dem diese Lasche hier verschwindet. Und damit hält die Karte zusammen. Das ist jetzt der Vorführeffekt. So. Und ja. Bei den Prototypen ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, also ich werde dieses Stanzbordüre nicht mehr machen. Das gefällt mir nicht ganz so gut, weil man dann leiderweise so einen Einblick in die Karte hat. Da müsste man dann ein anderes Maß nehmen, damit das dann hier auch schön verschlossen ist. Und zum anderen würde ich hier diese Banderole halt auch noch zusätzlich mit dem Designpapier verkleiden, damit das einfach ein bisschen hübscher ausschaut. Wie gesagt, das ist so eine kleine Verschlussverriegelung, und wenn ihr das Ganze dann aufklappt, dann habt ihr hier innen viel Platz, um hier noch eure Weihnachtsgrüße drauf zu schreiben. Ich habe hier oben so einen hübschen Glockenstempel genommen und habe die mit den Aquamarkern vom Action einfach so ein bisschen ausgemalt. Und links und rechts jeweils noch einen hübschen Stempel zum Fest von Herzen, die besten Wünsche und glückliches neues Jahr. Und hier habe ich auch noch ein paar Sternensticker mit dazu geklebt. Ja, das ist wie gesagt der Prototyp. Das ist eine Variante von so einer Karte. Eine andere wäre, sie dann mit einer Banderole zu verschließen. Das möchte ich euch auch noch zeigen. Als allererstes machen wir aber so einen Kartentyp mit diesem Verschluss. Und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar benötigt ihr Cardstock in der Farbe eurer Wahl. Ich habe jetzt natürlich blau gewählt, weil meine Schneeflocken ja, ich kann sie euch mal zeigen, ich habe sie hier schon fertig. Also ganz viele verschiedene. Ich habe einmal so und einmal halt eher blau gehalten. Und dann habe ich auch noch kleinere Schneeflocken aus den Teilen gemacht, die aus der großen sozusagen rausgestanzt wurden. Das habe ich auch noch mitverwertet. Dann habe ich noch so eine Schneeflocke und so eine Schneeflocke. Also ganz viele verschiedene, wie ihr seht. Und immer so in blau-weiß gehalten. Und deshalb ist mein Kartenrolling halt auch blau. Und der hat, der schaut so aus und hat das Maß, ups, hat das Maß 10,5 mal 28 cm. Ihr bekommt, wenn ihr ein DIN A4 Blatt nehmt, bekommt ihr zwei Karten daraus. Ich habe hier ein Papier gewählt, das ist so ein bisschen strukturiert. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt in der Kamera. Das ist aus diesem Fancy Paper Set aus dem Action. Und ich finde, das ist ein schöner Blauton. Ihr könnt natürlich auch, ich die hier zu nehmen. Ja. Ups. Ihr könnt natürlich auch diese Papiere hier nehmen aus dem Action. Die haben genau das gleiche Maß. Nee, die sind sogar ein Stückchen breiter. Also dann würde die Karte etwas breiter werden. Die kann man dafür auch nehmen. Hier ist ja auch ein hübscher Blauton mit drin. Da machen wir dann die zweite Karte draus. Das zeige ich euch dann noch mit diesem Modell. So, wenn ihr das dann auf 10,5 mal 28 cm zugeschnitten habt, dann müssen wir das Ganze falzen. Und zwar einmal bei 7 cm
Dann drehen wir das Ganze um und falzen es ebenfalls bei 7 cm. Und das war's schon. Dann falzt ihr das einfach einmal um und falzt es einmal nach. Und schon haben wir die Grundkarte fertig. Dann bleibt, wenn ihr dieses Papier zuschneidet, so ein schmaler Streifen übrig. Den könnt ihr natürlich gleich wunderbar nutzen, um hier euren Verschluss anzubringen. Und dazu lege ich mir den immer relativ mittig. Auf dieser Seite wird er dann gleich verdeckt mit dem Designpapier. Das habe ich mir hier schon mal alles zugeschnitten. Also zwei Designpapiere in den Maßen 10 cm mal 6,5 für jeweils außen links und rechts. Und für innen ebenfalls nochmal für links und rechts in weiß. Und in der Mitte ist es dann 10 cm mal 13,5. So, jetzt müssen wir als erstes mal unseren Verschluss hier anbringen. Und zwar nehme ich dazu ein doppelseitiges Klebeband. Und klebe mir das hier einfach. Ich gucke mal. Ich mache mir das so ungefähr bis da. Genau. Einfach mal in die Mitte hier so eine Bahn. Und bringe mir das Ganze an. Müsst da gucken, dass das so ein bisschen in der Mitte ist. Ich muss gucken, wohin das klebt, bis dahin. Und so einigermaßen gerade. Das ist immer ganz gut, wenn man hier eine Schneidmatte hat. Genau. Und dann kleben wir das Ganze einfach an. So, dann werde ich hier noch die Ecken abrunden. Dazu nehme ich mir hier einfach meinen Eckenstanzer. Einmal links, einmal rechts. So. Sehr schön. Und dann können wir auf dieser Seite schon mal das Designpapier anbringen. Das mache ich mit Flüssigkleber. Und zwar habe ich mir den hier in so eine, habt ihr wahrscheinlich auch alle, diese ganz feinen Tüllen. Und da mache ich mir jetzt hier ein bisschen Kleber drauf. So, hier noch ein bisschen mehr. Müsst ihr mal gucken, also in den Rändern, da muss immer ein bisschen mehr hin, dass das schön anliegt. Und dann bringe ich mir das Ganze hier auf. Und dadurch, dass wir hier Flüssigkleber nutzen, können wir das Ganze dann zur Not auch noch etwas verschieben. Dann nehme ich mir hier noch einen Rakel. Und ziehe mir das Ganze glatt. So. Sehr schön. Dann mache ich das auf der anderen Seite genauso und klebe mir das hier ebenfalls fest. Und dann müssen wir uns gleich unseren Schlitz markieren und den dann ausschneiden. Richtig rum. Genau.
Sehr schön. So. Und zwar möchte ich, dass ja der Schlitz etwas in der Karte verschwindet. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier einfach einen Bleistift und mal mir mal hier oben und hier unten einen Strich. So weiß ich, wie breit mein Verschluss ist. Und dann nehmt ihr euch ein Cuttermesser und ein Lineal und schneidet einfach erstmal zwischen diesen beiden Bleistiftpunkten einen Schlitz. Und dann geht ihr ein kleines Stückchen nach links oder nach rechts, je nachdem. Und dann legt ihr nochmal das Lineal an und schneidet das Ganze aus. So, dann gucken wir mal. Ob das schon reicht, ob das hier durchgeht. Perfekt. Dann seht ihr, dass der Verschluss gegeben ist. So, dann nehme ich mir nochmal den Radiergummi und mache hier meine Bleistiftmarkierung wieder weg. So, und schon haben wir unseren Verschluss. Hier vorne werden wir dann eine der Schneeflöckchen anbringen, um das Ganze zu verdecken. Ich würde das jetzt auch so machen. In dieser Karte musste ich es ja ein bisschen mittig machen, weil ich ja hier diese Lücke habe durch die Randstanze, die ich hier noch benutzt habe. Aber hier kann ich es sehr schön genau auf den Verschluss kleben. Denn wenn ich es öffne, brauche ich ja hier nur ein bisschen ziehen und dann geht das Ganze auf. Also wir machen das zu und ich klebe die Schneeflocke schön hier in die Mitte. Und dann kann man hier als Dekoration zum Beispiel noch eine dazu kleben. Müssen wir mal gleich gucken, wie das ausschaut. Ich überlege jetzt Flüssigkleber. Ich denke Flüssigkleber oder doch doppelseitiges. Ich mache lieber doppelseitiges Kleber. Ich mache hier einfach mal so eine Bahn hin. So, das reicht ja schon. Abmachen und dann fixieren wir uns jetzt hier die Schneeflocke schön in die Mitte. Super. Okay, so, dann könnte man, wie gesagt, eine noch von denen oder lieber eine von denen. Das kann man sich dann noch überlegen oder auch zwei. Oder ich nehme hier was von meinen Stickern. Die könnte man auch da drauf kleben. Jetzt machen wir erstmal noch schnell innen weiter und verkleiden das Ganze hier. Und zwar nehmt ihr da eins dieser weiß zugeschnittenen Papiere. Die klebe ich jetzt mit doppelseitigem Klebeband fest. Einfach eine Runde herum. Und dann könnt ihr da, wie gesagt, noch was Schönes reinstempeln oder auch reinschreiben, wenn ihr nicht so viele Weihnachtsstempel habt oder auch lieber was Persönliches reinschreiben möchtet. Ihr könntet das zum Beispiel auch, wie ich es euch bei der einen Karte gezeigt hatte, die ich euch in dem Craft-Update gezeigt habe, die ich für meine Kollegin gemacht hatte, da habe ich ja hier unten ein Gutscheinfach angebracht. Das könnt ihr natürlich auch machen mit dieser Weihnachtskarte, dann könnt ihr hier noch
einen Gutschein drin verschenken. So. Und dann seht ihr, von außen ist das dann hier verdeckt. Und wenn wir das dann verschließen, dann sieht man den Schlitz sozusagen nicht mehr so, weil der hier mit dem weißen Hintergrundpapier verdeckt ist. So, dann bringe ich natürlich auch auf dieser Seite noch mein weißes Papier an und auch in der Mitte. Und dann ist im Endeffekt die Karte schon soweit fertig zum Verzieren, Dekorieren oder auch Bestempeln. Schöne, schnelle Kartenidee, mal in einer anderen Form als nur ganz normal zum Klappen. Und dann zeige ich euch gleich noch die Variante mit der Banderole. So haben wir dann zwei verschiedene Varianten. Und da könnt ihr euch dann entscheiden, was euch besser gefällt. Das weiße Papier, was ich hier genommen habe, ist übrigens aus den dreifarbigen Action-Papierblöcken. Das ist auch das ganz dünne, das reicht völlig aus. Um da drauf was zu schreiben. Dazu müsst ihr nicht so dickes Papier verwenden. So, das kommt dann, wie gesagt, noch in die Mitte. Und dann wird die Karte verschlossen. Und dann ist es fertig. So, jetzt zeige ich euch, wie gesagt, noch die Variante mit der Banderole. Aber ich würde hier natürlich doch noch was Dekoratives anbringen. Ich überlege halt nur, ob ich hier einen Sticker nehme. Mal gucken, wie das ausschaut. Das passt jetzt so von den Farbtönen her nicht so dazu. Das sieht man nicht so gut. Ich glaube, dann nehme ich doch eher noch eine hier von meinen Schneeflöckchen. Ich glaube, ich finde die ganz hübsch. So. Die finde ich ganz hübsch. Dann machen wir mal hier. Machen wir jetzt aber Flüssigkleber drauf. Soll nicht ganz so viel sein. So. Und da unten auch noch. Und wie gesagt, die habe ich alle aus Resten ausgestanzt. Also da braucht ihr auch nicht viel von dem Papier für die ganzen kleinen Dinger. Und die Strasssteinchen, die sind auch aus dem Action. Habe ich die hier noch irgendwo? Genau. Das sind diese hier, die waren auch mal aus dem Action. Ja. So finde ich, sieht das doch noch ein bisschen netter aus. Okay, so, jetzt machen wir noch die mit der Banderole. Wie gesagt, das legen wir beiseite zum Trocknen. Und zwar nehme ich mir da eins dieser dunkelblauen hier. Und da werdet ihr zwei benötigen, denn ihr müsst ja auch noch eine Banderole schneiden. Und jetzt müssen wir hier mal messen, damit wir wissen, wie wir das falzen. Also wir haben jetzt hier eine Länge von 27 cm. Und 27 durch 2 ergibt 13,5. Richtig? Richtig. Und 13,5 durch 2 ergibt 6,7. Kann man so sagen. Also das ist eigentlich ein doofes Maß. Besser sind immer, also ich würde das jetzt hier auf 26 schneiden, denn das kann man besser teilen. Das heißt, wenn wir es auf 26 schneiden, dann haben wir die Hälfte davon 13 und die 13, die Hälfte davon sind 6,5. Das kann man besser teilen. Also wir schneiden uns mal hier einen Zentimeter ab von dem Papier. Einfach mal einen Zentimeter weg kürzen. So. Und dann haben wir nur noch 26 in der Länge
Und wie gesagt, die Hälfte davon sind 13 und die 13 nochmal halbiert sind 6,5. Das heißt, wir falzen auf der einen Seite bei 6,5 und auf der anderen ebenso. Und dann müssen wir das vorne noch falzen und haben dann auch schon wieder unsere Grundkarte fertig. Und die Banderole, die wir dann machen, da müssen wir uns dann hier einfach nur einen Streifen von abschneiden. Da müssen wir uns dann nur für eine Breite entscheiden. Ich mache meine Banderole, denke ich. Mal schauen, wenn ich die hier so auflege, was mir so von der Breite her besser gefällt. Ich denke, ich mache die so, ja, 3 cm breit. Also schneiden wir uns hier mal einen 3 cm breiten Streifen ab. Dann könnt ihr aus dem Rest jetzt entweder nochmal so eine Karte machen oder ihr nutzt die halt für die Banderolen. Denn ich glaube, ihr kriegt da, wenn ihr das bei 3 cm macht, jetzt haben wir hier 10,5, das heißt, ihr kriegt da nochmal drei Banderolen raus. Dann könntet ihr das als Banderolen nutzen. So. Jetzt überlappt das genau um 1 cm. Das heißt, wir falzen bei 6,5. Dann müssen wir die 13 dazu rechnen. Also, wir falzen. Wir falzen bei 6,5. Plus die 13, die ja hier in der Mitte sind. Das macht dann 19,5. Richtig? 13 und 6,5 sind 19,5, ja. Ich und Mathe, gebe es ganz ehrlich zu, bin ich nicht so die Stärkste drin. Deswegen habe ich meist immer so einen Taschenrechner hier, um mir dann irgendwelche Maße zusammenzurechnen. Und jetzt seht ihr, jetzt überlappt das hier hinten genau um 1 cm. Und das reicht ja, um diese Banderole dann zusammenzukleben. Und genau das machen wir dann auch. Aber als erstes werden wir mal unsere Karte hier verzieren. Und da würde ich jetzt auch mal ein anderes Designpapier nehmen. Und zwar habe ich hier mir noch was hingelegt. Ich muss hier mal kurz ein bisschen aufräumen. Das habe ich aus dem, entweder habe ich noch das, das ist auch noch ein Rest aus dem Vorjahr. Das passt aber leider von der Höhe hier nicht. Das könnte man dann für das andere Kartenformat eher nutzen. Aber ich könnte das ja auch so hoch machen. Ja, ich finde das Blau nämlich ein bisschen schöner und das passt mit den Schneeflocken besser. Okay, also wir brauchen 2 × 6 cm × 13. Also, wir machen mal 13. Und dann müssen wir mal gucken, kriegen wir hier 12? Haben wir hier 12? Das passt ja haargenau. Also 2 × 6. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Da bleibt ja wirklich nur ein Mü über. Und dann haben wir nämlich schon die Außenfassade. Sehr schön. Genau. Super. Und hier innen kommt dann wieder Weiß zum Einsatz. Und ja, dann ist es soweit schon fertig. Also ich würde jetzt hier mal außen aufkleben. Wartet mal, ich muss hier mal noch ein bisschen falzen. Und dann nehme ich mir hier noch meinen Flüssigkleber.
wird, glaube ich, diesmal wieder ein etwas längeres Video, aber gut. Ich möchte euch ja auch immer gerne mitnehmen, damit ihr ja auch seht, was ich mache. Das ist ja immer gerade auch für die Anfänger entscheidend, als wenn ich immer nur irgendwas Fertiges zeige. Und so könnt ihr da wirklich mal komplett beim Entstehungsprozess mit dabei sein. So. So. Einmal wieder nach oben und unten schön glatt streifen. Dann habe ich hier immer so ein Tuch zu liegen, wo ich so ein bisschen den überschüssigen Kleber wegmache. So. Und nächste Seite. Kann man auch wieder, wie ihr schon seht, hier Reste verwerten. Also das sind, wie gesagt, alles Papierreste, die ich auch noch vom vorigen Jahr von Weihnachten hatte, wo ich auch die Schneeflocken, wie gesagt, alle ausgestanzt habe. Also da könnt ihr mal ein bisschen gucken, dass wir hier von der Höhe her hinhauen. Genau. Super. So, die Banderole, wie gesagt, die kleben wir jetzt einmal aufeinander. Jetzt muss ich bloß mal schauen, ob das hier... von der... von der... na, vom Papier her so weit hinhaut. Nämlich nicht ganz... jetzt mich gleich noch mal ein bisschen nachfalzen. So. Durch das Designpapier wird das Ganze jetzt ein Stückchen dicker. Und deshalb müsste man das noch mal ein bisschen nachfalzen. Aber ist nicht so schlimm. Am besten macht ihr euch jetzt so wie ich hier eine kleine Bleistiftmarkierung. Ich zeige euch das mal ein bisschen besser. Und zwar da, wo die Banderole endet, damit ihr einfach seht, bis wohin ihr das Klebeband aufbringen könnt. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier, ja, das passt von der Breite her. Ja, nee, nicht ganz. Da nehme ich dann lieber das ist dünnere, wenn ich es denn finde. Da ist es. Genau, dann klebe ich da lieber... zwei Bahnen nebeneinander. So. Sehr schön. Dann schauen wir jetzt noch mal. Dass das hier auch drüber geht. Vorführeffekt. Doch, geht. Sehr schön. So, und jetzt kommt hier in die Mitte natürlich auch wieder eine der schönen Schneeflocken. Da muss ich bloß auch nochmal mich für eine Farbe entscheiden. Nehme ich die oder nehme ich die? Auf alle Fälle eine große Schneeflocke.
Ich nehme die. Ich finde die sehr schön. Genau. Die kleben wir jetzt hier in die Mitte. Jetzt auch wieder hier so ein bisschen. Oder mache ich da wieder? Ich mache in der Mitte wieder einfach so einen schönen Streifen. Doppelseitiges Klebeband. Zack. Und klebe meine Schneeflocke drauf. Sehr schön. So. Und dann haben wir diese Karte im Grunde genommen auch schon fertig. Ihr könntet jetzt natürlich, wenn ihr wollt, dieses Blaue hier auch noch mit dem Papier hier verzieren. Könnte man machen. Möchte ich jetzt aber nicht, sonst sticht es ja nicht mehr so hervor. Oder man klebt jetzt hier zum Beispiel auch noch ein paar Schneeflocken hin, aber das wird dann wieder etwas zu viel. Man könnte was von denen noch dazu kleben oder hier von den hellen. Von den hellen jo. Könnte man hier einmal links und einmal rechts noch was hinkleben. So, und dann, wie gesagt, wenn ihr das Ganze dann aufschiebt, dann haben wir hier eine hübsche Klappfunktion. Und man kann jetzt innen drin natürlich auch, wenn ihr das Papier aufgebracht habt, könnt ihr natürlich, könnt ihr natürlich dann hier auch noch als Deko-Elemente hier oben zum Beispiel eine Schneeflocke hinsetzen. Das werden wir mal bei der anderen Karte. Da gucke ich mal, wie das ausschaut. Das jetzt hier aufmache. Dann würde ich natürlich, ich habe ja hier so eine kleine. Ups. Dann könnte man hier oben noch so eine schöne kleine hinsetzen. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Und dann könnt ihr, wie gesagt, hier noch was hinstempeln. In der Mitte habt ihr jetzt noch viel Platz für den Text, den ihr da reinschreiben möchtet. Und dann ist die Karte auch schon fertig zum Verschicken. So, Karte Nummer 1, wie gesagt, Karte Nummer 2 mit der Banderole, die wir gerade gewerkelt haben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und euch gefallen diese zwei Kartenformen, die ich euch hier gezeigt habe. Und ihr macht sie vielleicht mal nach. Ich finde, also mit der Banderole ist ja nichts Neues in dem Sinne. Aber ich finde gerade das hier mit dem versteckten Verschluss ganz hübsch. Und ja, wie gesagt, viel Spaß beim Nachmachen wünsche ich euch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Es wird dann nochmal nächste Woche einen Adventskalender geben, den dritten und letzten. Und ja, ich freue mich bis dahin. Tschüss!